konkurrenzfähig ist. Sie fahren, die Bahn und Busse fahren zu selten oder gar nicht, und wenn, dann dauert es viel zu lang, und durch viele Umstiege ist es mühsam, diese Fahrt auf sich zu nehmen. Und hier kann und muss dann auch die Digitalisierung eben ansetzen. Die Potenziale der einzelnen Verkehrsträger, Auto, Bahn und Fahrrad müssen passend vernetzt werden, die Strecken an die Bedürfnisse angepasst werden und die Zuverlässigkeit erhöht werden. Denn wenn man nicht weiß, ob die Bahn jetzt oder der Bus fährt und wo er anhält oder ob er im Stau steht oder nicht, ob ich die nächste Bahn erreiche oder nicht, dann kann ich es nicht nutzen. Und das war auch ein sehr deutliches Ergebnis der Umfrage. Und deswegen sind die ganzen Ideen, die wir hier heute angedacht haben und weiterentwickelt haben, werden eben prädestiniert dafür, diese Wende mitzugestalten. Und ein weiteres Feld eben in dieser Digitalisierung und für die intelligente Vernetzung ist die Logistik in Städten, welche in den letzten Jahren durch den stark wachsenden und in Zukunft höchstwahrscheinlich vorherrschenden Onlinehandel eine immer größere Rolle spielt. Und da ist es mir eine Freude, Professor Dr. Ralf Bogdanski vorzustellen. Er ist Professor an der Technischen Hochschule in Nürnberg und dort im Forschungsbereich intelligente Verkehrsplanung zuständig und leitet dort zwei Projekte. Zum einen geht es um die Mikrodepots in Städten, die Konzepte dazu, und zum anderen um die zulassungsfreien Light Electronic Vehicle oder Electric Vehicle, die eben dazu da sind, leichte Lastenfahrräder, die keine besondere Zulassung brauchen, aber in Städten eben ihre Stärken ausspielen können und einfach auch für eine nachhaltige Stadtlogistik notwendig sind. Und dies treibt er voran. In dem Projekt wird uns jetzt auch gleich noch davon berichten. Ich freue mich darauf, wie die Verbindung von Mikrodepots mit den elektrischen Lastenrädern eben eine Möglichkeit in der urbanen Stadt und Transportlogistik ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Bogdanski. Wir freuen uns auf den Vortrag. Ja, vielen Dank. Ich begrüße Sie herzlich. Schön, dass Sie alle da sind und sich für das Thema nachhaltige Stadtlogistik interessieren. Ich versuche hier einfach mal das Mikro aus. Ich stehe nicht so gerne so statisch rum. Ja, vielleicht, was ist die Ausgangssituation, die Sie alle kennen? Wenn mal ein Beispiel der Kurier, Express und Paketbranche festgemacht, Paketsendungen in städtische Gebiete transportiert werden müssen, dann funktioniert das im Wesentlichen so. Wir haben hier ein Depot, meistens am Stadtrand irgendwo gelegen, wo die Flächen verfügbar und günstig sind, wo nachts angeliefert wird in Containern. So, und dann fährt früh morgens der große Transporter, meist so vom Typ Mercedes Sprinter, ein sehr gebräuchliches Fahrzeug, bringt diese Pakete in die Zielgebiete, in die Stadt und holt dort auch Sendungen ab. Der CAP-Markt, also Kurier-Express-Paketmarkt, der wächst sehr stark in Deutschland. Ich will Sie da jetzt gar nicht mit Zahlen langweilen, aber zwei sind doch immer wieder faszinierend. Wir haben im letzten Jahr 3 Milliarden Sendungen übersprungen, ja, deutschlandweit, Pakettransporte, und die Branche wächst zweistellig, also Zuwachsraten von gut 10% Jahr für Jahr. So, da leisten wir hier alle so unseren Beitrag, ne? Der Internethandel natürlich, aber nicht nur. Ne? Auch für Einzelhändler, Gewerbetreibende ist das ein sehr wichtiger logistischer Bereich. Ja, wir haben also Umfragen unter Einzelhändlern durchgeführt. Da gibt es eine starke Abhängigkeit, bis 60-70% CAP-Quote, das heißt Zulieferungen über Paketdienste. Und zwar, je stärker, umso kleiner der Einzelhändler ist, beziehungsweise wenn er nicht in einer großen Kette angehört. Die haben eine eigene Logistik, aber selbst die großen Ketten haben eine Abhängigkeit von dieser Art der Zustellung von 20-30% für einige Waren. So, das heißt, wir haben hier durchaus eine äußerst effiziente Logistik, die funktioniert, aber sie ist auch nicht mehr optimierbar, was ihre Ökoeffizienz betrifft. Die CAP-Logistik ist Teil des urbanen Verkehrs- und Umweltproblems. Da darf man nicht sich drüber hinwegtäuschen lassen, auch wenn die immer sagen, was auch stimmt, sie sind logistisch sehr gut optimiert, aber es wird Verkehr generiert und Emissionen erzeugt.
Was gibt es für Alternativen? Da vielleicht ein paar Gedanken dazu. In der Logistik ist das ja immer so eine Sache. Sie haben in der Regel ja, Gewicht, Volumen oder beides zu transportieren und das in nennenswerten Umfang. Das heißt, zunächst mal die Frage, was kann man an der Nutzfahrzeugtechnologie ändern? Ja, was sich aufdrängt, ist der elektrische Antrieb, das batterieelektrische Fahrzeug. Auch das haben wir umfangreich untersucht, am Beispiel der Städte Hamburg, Berlin und München. Klare Aussage, wir könnten Stand heute schon vollständig elektrifizieren. Also die Anforderungen an so ein Zustellfahrzeug auf der letzten Meile im Umsteigbereich sind mit heutiger Stand der Batterietechnik schon erfüllbar. 12 Kubikmeter Ladevolumen, 80 Kilometer Reichweite, das sind wirklich, wirklich unüberwindbare Hürden. Problem an der Sache ist, sie finden A, kein vernünftiges Angebot am Fahrzeugmarkt. Das heißt, selbst wenn die Unternehmen wollten und wollen ihre Dieselsplitter ersetzen durch elektrifizierte Varianten, ist erst so nach und nach der eine oder andere Hersteller überhaupt in der Lage, ein passendes Modell mit diesen Leistungsdaten vom Volumen und der Nutzlast her zu liefern. Und B, diese Fahrzeuge sind zwei, dreimal teurer. Herkömmlicher Diesel. Und das ist der Punkt, der eigentlich Elektromobilität behindert. Wir haben das zum Anlass genommen, hier mal so Szenariensimulationen durchzuführen. Was wäre denn der sogenannte Break-Even, ne, wie der Betriebswirtschaftler immer sagt? Und ich denke mal, diese Zahlen sprechen für sich so ein bisschen abhängig von der stadtgeografischen Situation und dem Sendungsaufkommen. Müsste der Liter Diesel halt bis zu 4,50 Euro kosten, dass sich der Einsatz eines solchen batterieelektrischen Transporters mit dem herkömmlichen Zustellkonzept da wenigstens nicht teurer wäre. Ich drücke mich mal so aus. Was ich an der Stelle nicht vertiefen möchte, das sind die rein operativen Kosten, also sprich die Investitionen in so ein batterieelektrisches Fahrzeug und das, was an laufenden Kosten anfällt. Was in den Zahlen nicht drinsteckt und noch oben drauf käme, wären Investitionen in die Ladeinfrastruktur, in die Depots, weil die Fahrzeugflotte müsste ja tatsächlich auch nachts aufgeladen werden. Und da reden wir über dreistellige Millionenbeträge, die investiert werden müssten. All das sind Hemmnisse. Was kann man daraus ableiten? Und Elektromobilität ist sicherlich etwas, das kommen wird auf dem Gebiet, aber da dürfen wir nicht erwarten, dass das in den nächsten 2, 3, 5 Jahren sich vor selber so umsetzt. Ja? Sicherlich werden die Preise irgendwie mal sinken für die Technologie, aber das Problem der Ladeinfrastruktur bleibt. Also sowas setzt sich nicht einfach so von selbst durch. Ja, das können Sie auf den Straßen beobachten. Also wenn einer mal elektrisch unterwegs ist, die DHL ist ja mit ihrem Street-Scooter da, dann müssen Sie die Projekte auch noch ganz schön suchen, wo die Fahrzeuge fahren. Ja, was gibt es noch? Oder was wird noch so gehypt? Ja, die Paketdrohne, also da gibt es viele schöne bunte Filmchen über diese Dinge. Ganz klar, auch das haben wir untersucht, können Sie in der Stadt vergessen. Ich mache es mal ganz kurz. Ja, also das sind Anwendungsgebiete, die vielleicht für Notfalltransporte von Organen, lebenswichtigen, für die Unfallchirurgie, das kann durchaus ein Thema werden, ja, aber der Himmel wird ganz sicherlich über unseren Städten nicht schwarz voll Drohnen werden, weil das Volumen, das Sie damit transportieren können, ist eben ja, 1:1, eine Drohne im Paket. Können wir für die urbanen Gebiete vergessen. Was noch eine Technologie ist, die zu beobachten ist, sind die Zustellroboter. Ja, da hat Hermes ja in Hamburg auch schon mal einen größeren Piloten damit gestartet. Ja, auch die wird es geben, sicherlich auch in Städten, aber das wird eine Marktnische sein. Das heißt, hier werden logistische Dienstleistungen, eine Abendzustellung oder, sage ich mal, besonderes Service. Ne? Sie bestellen irgendwas und wollen es in 2 Stunden geliefert haben und das noch am Sonntag, also überall da, wo der Mensch vielleicht nicht mehr verfügbar ist als Zusteller oder zu teuer. Und da muss auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft dann da sein, denn die Roboter sind auch sehr teuer. Also auch hier werden wir nicht die Lösung finden für eine nachhaltige Stadtlogistik, die diese Transporter ersetzt. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Thema. Was kann man noch tun? Lastenfahrräder. Ja, Lastenfahrräder, und zwar gemeint, sind hier nicht einspurige Lastenfahrräder, sondern Sie sehen das hier zweispurig. Ne? Wir haben hier ein
Behälter hinten drauf montiert, der vielleicht nochmal zwei Eckzahlen, 1,5 Kubikmeter etwa Ladevolumen und 250 Kilo Nutzlast. Das ist schon ordentlich. Ja? Also da sind Sie schon im Bereich eines Campings Plus, ne? So viel geht im Camping nicht rein. Also das ist schon ernst zu nehmen. Auch hier haben wir mit entsprechenden Simulationen, Massendatenanalysen untersucht, welche Potenziale gibt es denn, Sendungen mit solchen Fahrzeugen zu transportieren. Auch hier diese Zahl einfach mal so in den Raum gestellt, wie die zustande kommt, komme ich gleich noch drauf. Also etwa ein Drittel der städtischen Paketmengen kann man tatsächlich mit solchen Art Leitelektrik-Vehikel, also sprich zulassungsfreie Fahrradstatus sich befindende Fahrzeuge erledigen. Ein Drittel ist nicht 100%, aber es ist durchaus ein sehr ernstzunehmender Anteil, mit dem man diese Fahrzeuge aus den Innenstädten herausbringen kann. Das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, sie sind emissionsfrei lokal, wie bei Elektromobilität üblich. Das ist ja ein Pedaling, also elektrisch unterstützt. Der zweite Vorteil aber ist, wir haben nur ein Viertel der möglichen Verkehrsflächen, die so einen Sprinter lang hoch benötigt. Das ist also wesentlich ungefährlicher, auch von der Geschwindigkeit 25 km/h, als ein motorisiertes Zustellfahrzeug. So, Nachteile gibt es natürlich auch. Ja, so ein Lastenfahrrad ist insgesamt ja dann doch um einiges kleiner als so ein herkömmlicher Dieseltransporter. Auch die Reichweite ist geringer. Sie können damit eben nicht 80 Kilometer fahren. Wenn Sie damit 20 Kilometer unterwegs sind, dann ist das schon ganz ordentlich. Ja. Und wir haben eben keine 1000 Kilo Nutzlast, sondern eben 250 Kilo Nutzlast. Dafür gibt es eine Lösung. Diesen Nachteilsausgleich kann man schaffen in Form von sogenannten Mikrodepots. Ja, ich leuchte hier mal vielleicht kurz rein. Also was bisher stattfindet, Depot am Stadtrand irgendwo des CAP-Unternehmens, Zielgebiet ist hier oben. Wir müssen also diese letzte Meile nochmal aufteilen. Eine allerletzte Meile, die mit dem Lastenfahrrad vom Mikrodepot aus gedient wird. Und eine vorletzte Meile sozusagen, wo vom Depot des Unternehmens, wo nachts von der Autobahn die LKWs kommen mit den Containern, die Sendungen, die auf die Lastenfahrräder kommen, zugestellt werden. Also wir brauchen einen zusätzlichen Sendungsumschlag, ja, der gewissermaßen diese Lastenfahrräder tagsüber mit Paketen versorgt. So, wenn das ein Logistiker hört, dann sagt er immer gleich, oje, oje. Zusätzlicher Sendungsumschlag sind gleich zusätzliche Kosten. Und natürlich brauche ich auch diese Mikrodepots in den Zustellgebieten, weil wir haben nun mal den Nachteil, dass das Lastenfahrrad eben nicht erst mal 40 Kilometer reinradeln kann vom Depot ins Stadtzentrum und dann das Zustellen beginnt. So, was haben wir da für Möglichkeiten? Einmal eine mobile Möglichkeit, das ist hier mal ein Beispiel, was die UPS in Hamburg ausprobiert. Ne? Man stellt in den öffentlichen Raum sogenannte LKW-Wechselbrücken, das sind also mobile Container. Die werden sozusagen am Kanban-Prinzip in der Früh voll angeliefert, voll von Paketen, werden dann untertägig ausgeliefert mit Fahrrädern oder zu Fuß und abends wird der leere Container da abgeholt. Funktioniert. An der Sache, ist nicht schön. Ja. Man möge sich das in Heidelberg irgendwo vorm Schloss oder so, na gut, das ist bergig, aber ich sage in Nürnberg immer auf dem Hauptmarkt vorm schönen Brunnen. Ne. Wer Nürnberg kennt, da sagt Gottes Willen, so ein Container vor so einer Sehenswürdigkeit will man nicht. Und es braucht sehr viel Fläche. Ja. Das heißt, das ist hier ein Paketunternehmen, also wenn das 3, 4, 5 machen würden, brauchen sie entsprechend Anzahl. Die Flächen haben wir nicht in den Stadtgebieten. Kann man machen, hat aber wie gesagt seine Einschränkung. Zweite Möglichkeit, ich suche mir stationäre Lösungen, das heißt leerstehende Einzelhandelsflächen, geeignete Parkhäuser, Tiefgaragen. Was Sie hier sehen, ist ein Mikrodepot in Nürnberg in der Südstadt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sie sehen hier nämlich nur die Tür eines Lastenaufzugs, das ist im Kellergeschoss, was wir dort als Mikrodepot nutzen. Ja, das heißt, dieser Lastenaufzug ist groß genug, dass wir dort 3 Lastenfahrräder reinbringen und Europaletten, kein Problem. Und haben da 150 Quadratmeter Keller für den eigentlichen Warenumschlag. Das ist natürlich eine super Lösung. Da
Bürger gar nichts davon mit, dass ein zusätzlicher Sendungsumschlag passiert. Wir benutzen keinen öffentlichen Raum für diese Thematik. So, bleibt natürlich die Frage, was sagt der Logistiker dazu? Ich muss die Sendung nochmal umschlagen, ich muss entweder eine öffentliche Fläche pachten oder Gebühren dafür zahlen, wenn ich sie denn kriege, oder ich muss eine Immobilie pachten oder mieten. Das verteuert natürlich die Logistik. So, und genau an dem Punkt setzt unser Konzept an, das wir an der Technischen Hochschule Nürnberg entwickelt haben. Ja, wir betrachten nämlich zwei Kostenfunktionen. Sie sehen hier oben eine Kostenfunktion, das ist der herkömmliche Sprinter. Ja, der Diesel, das Dieselfahrzeug, das hat auf eine logistische Leistungsgröße Pakete pro Stunde. Das heißt, wie viele Pakete kann ich pro Zeiteinheit zustellen? Eine bestimmte Kostenfunktion. Und die untere Kostenkurve, die Sie sehen, ist das Lastenfahrrad. Ja? So, das ist zunächst mal die ganz triviale Erkenntnis, das Lastenfahrrad an sich ist immer billiger, klar, weil von den Anschaffungskosten etwa ein Viertel des herkömmlichen Sprinters, nur dass Sie mal ein Gefühl haben, das kostet so um die 10.000 Euro netto, ne, so ein Fahrzeug. Das ist also auch nicht mehr ganz so billig, aber den Sprinter kriegen Sie so für 30.000 netto. Ja, also da ist es günstiger. Und natürlich haben wir viele Kosten, die ein herkömmliches Kraftfahrzeug verursacht, nicht. Ja, Versicherung, Diesel, all diese Dinge. Ja, so die Kunst ist nun festzustellen, um wie viel günstiger. So, und da sehen wir, je weniger Pakete pro Stunde ausgeliefert werden können, umso höher ist der Kostenvorteil des Lastenfahrrads. Und je mehr Pakete pro Stunde wir ausliefern können, umso geringer ist der Kostenvorteil. Und da liegt jetzt die Antwort, was sagt der Logistiker dazu? Wir müssen die Gebiete einer Stadt so analysieren, hinsichtlich der Sendungsdichte, der Einwohnerdichte, der stadtgeografischen Situation. Also mal kurz gesagt, wenn wir Innenstadt haben, dicht besiedelt, viele Einbahnstraßen, wo wir auch viel sogenanntes To-C-Geschäft, also Konsumentenlieferungen haben oder kleinere Einzelhändler und Gewerbetreibende, wo wir pro Stopp nicht so viele Pakete ausliefern, und somit pro Stunde, da ist der Vorteil des Lastenfahrrads sehr, sehr groß, weil es einfach den Geschwindigkeitsnachteil nicht mehr hat. Sie dürfen mit dem Lastenfahrrad gegen die Einbahnstraßenfahrtrichtung fahren. Sie können ganz andere Routen fahren als der motorisierte Transporter. Und der Hauptpunkt ist, sie stellt es überall ab. Ja? Der Transporterfahrer muss erst entweder in zweiter Reihe parken, das darf er nicht, ja? Machen trotzdem. Ne? Aber wenn er sich rechtmäßig verhält, laufen viele. Ja? Also wenn die mal einen Stellplatz gefunden haben, dann müssen die sehr viel zu groß machen, das kostet Zeit. So, und das ist genau der Punkt, wo das Lastenfahrrad kostentechnisch sehr im Vorteil ist. Haben wir dünn besiedelte, sehr gute Straßeninfrastruktur, wo der Transporter sehr Geschwindigkeitsprofil ausspielen kann, und haben wir Großkunden, die also mit einem Stopp 50, 60 Sendungen bekommen, ist das Lastenfahrrad wieder ein Nachteil, schmilzt der Kostenvorteil dahin. Lange Rede, kurzer Sinn, mit so einer stadtgeografischen Analyse anhand der Sendungsdaten der teilnehmenden Projektpartner konnten wir Gebiete nachweisen, wo eben der Kostenvorteil, die Zusatzkosten, die durch das Mikrodepot-Konzept entstehen, sprich Sendungsumschlag, Pacht oder Miete der Immobilie, decken bzw. sogar überkompensieren. Ja, das ist also der Geheimnis des Erfolgs gewesen, nicht einfach Pakete im Fahrrad laden und losradeln, sondern analysieren, wo ergibt das Ganze logistisch einen Sinn und wo ist es wirtschaftlich. Ja, da habe ich Ihnen mal einen kleinen Film mitgebracht über das Pilotprojekt, das wir in Nürnberg im März 2017 dazu gestartet haben. Und der dauert 3 Minuten. Ich spiele den mal kurz ab. Der Internethandel boomt und so werden immer noch mehr Pakete und Päckchen verschickt. Wichtigstes Transportmittel für die Zustellung ist momentan noch der Lieferwagen. Doch das könnte sich zumindest in den Städten bald ändern. In Nürnberg testen 2 Paketdienste den Einsatz von Lastenfahrrädern. Parken in zweiter Reihe, Staus und Berge. Künftig sollen Lastenfahrräder den Innenstädten helfen, das Verkehrschaos zu verringern. Ein Pilotprojekt der Technischen Hochschule Nürnberg untersucht, wie Pakete umweltfreundlich und schnell mit dem Elektrofahrrad zugestellt werden können.
Gebiete müssen dafür geeignet sein. Das heißt, die Sendungsdichte, die Einwohnerdichte muss entsprechend groß sein. Da können wir fast 1:1 ersetzen. Insgesamt ersetzen wir 7 Transporter durch 8 Lastenfahrräder. Denn Fahrräder haben viele Vorteile. Sie brauchen weniger Platz und dürfen gegen Einbahnstraßen fahren. Außerdem gibt es von der Stadt Nürnberg eine Ausnahmegenehmigung für Radeln auf dem Gehsteig oder in der Fußgängerzone. Bis zu 200 Paketsendungen pro Tag kann jeder Zusteller mit seinem Lastenfahrrad verteilen. Wir haben ein Potenzial von bis zu 30% aller Paketzustellungen in städtischen Gebieten, die wir mit diesem Konzept bewerkstelligen können. Nach 3 Monaten Testbetrieb in Nürnberg ziehen die Forscher ein positives Fazit. Die Fahrradzustellung rechnet sich nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Paketdienste. Es gibt bereits Anfragen aus etlichen anderen deutschen Städten, die sich für dieses Konzept interessieren. Ja, so viel kurzer Film, dass Sie mal einen kleinen Eindruck bekommen haben. Der Film ist entstanden, als wir nach unseren Simulationen für geeignete Gebiete und Finden von idealen Standorten für die Mikrodepots, die wir dort einsetzen, die Praxisphase gestartet haben. Das war im März 2017. Mittlerweile sind wir ein gutes Jahr weiter. Wir haben die 100.000er-Marke geknackt. Das heißt, wir haben schon über 100.000 Pakete mit dieser Art der Lastenfahrradlogistik zugestellt. Das ist auch seit Oktober letzten Jahres kein Projekt mehr, sondern der operative Geschäftsbetrieb der beiden Projektpartner GLS und EPD, die von Anfang an in dem Projekt dabei waren. Und weil wir eben die Wirtschaftlichkeit des Konzeptes ermitteln konnten, läuft es auch weiter. Es ist zu keinem Zeitpunkt ein Euro an Subventionen in die Unternehmen geflossen. Denn die öffentliche Förderung für das Projekt bezog sich einzig und allein auf unsere wissenschaftliche Begleitung. Das heißt, die Unternehmen haben von vornherein die Investitionen in die Lastenräder, in die Mikrodepots und in das neue Konzept selbst gezahlt und sich auf unsere RU-Berechnungen sozusagen verlassen. Es muss funktioniert haben, muss gestimmt haben, sonst würden sie nicht weitermachen. Ja, was haben wir da erreicht? Das kam in dem Film ja schon kurz zur Sprache. Der Ersetzungsgrad ist interessant. Wenn man in städtische Gebiete geht, wo die Eignung nachgewiesen werden kann, ersetzen sie wirklich fast 1:1. Ja, ein Sprinter hoch lang durch so ein Lastenfahrrad. Ja, also zum Projektende hatten wir eben 8 solche LEVs im Einsatz und 7 Transporter sind substituiert worden, also nicht mehr in der Stadt unterwegs. Das sind die Daten vom letzten Jahr. In diesem Jahr planen unsere Projektpartner die Anzahl der LEV-Flotte zu verdoppeln. Das heißt, sie weiten auf andere Stadtgebiete aus, Erlangen, Nachbarkommune wird das einführen. Also das ist jetzt so eine Geschichte, die sich zum Selbstläufer entwickelt hat, erfreulicherweise. Ja, ein paar Worte noch zum Ausblick, den wir erkannt haben. Okay, das ist eine Sache, die kann funktionieren, wenn man die richtig macht. Welche Probleme haben wir erkannt und welche Potenziale haben wir erkannt? Natürlich da nicht stehen bleiben, uns ausruhen und sagen, wunderbar, so machen wir das jetzt. Ein sehr großes Problem sind die LEVs selbst. Also diese Fahrzeuge, die Sie in dem Film auch gesehen haben, die können Sie so kaufen, ja, so ca. 10.000 Euro, sagte ich ja schon, die sind ein klein wenig nach unseren Vorstellungen modifiziert worden durch den Hersteller, aber im Prinzip handelsüblich. Wenn Sie jetzt mal versuchen, zu dem Hersteller hinzugehen, sagen, ich hätte da gerne so ein Lastenfahrrad, dann sagt er, das ist wunderbar, ja, können wir Ihnen liefern, dann fragen Sie wann, dann sagt er, ja, so in 3-4 Monaten. Und wenn Sie dann sagen, ja, ich brauche nicht eins, ich brauche aber jetzt mal gleich 10 oder 20, dann sagt er, ja, dann die ersten 2 in 3-4 Monaten und den Rest dann in einem halben, dreiviertel Jahr. Woran liegt das? Das sind Kleinstserienhersteller, das sind Manufakturen. Wir haben die auch alle besucht und sehr eng kooperiert. Ja, das ist etwas, wo bisher der Markt noch nicht da gewesen ist. Die stellen die her, die bieten die an, aber wenn so ein großes Unternehmen wie DPD, GLS oder gar die DHL kommen würde, sagen wir, wir wollen jetzt ganze Flotten umstellen, ganze Städte mit diesem Konzept, weil es funktioniert, dann finden sie niemanden, der liefern kann.
erstens. Zweitens haben wir erkannt, dass unsere Projektpartner natürlich einen Anspruch haben in der Logistik. Also wenn sie ein Fahrzeug einsetzen, egal welcher Art, dann brauchen sie dafür Service, Wartungsverträge, sie brauchen Leasingangebote, sie brauchen also all das, was seit Jahrzehnten üblich ist in der Logistikbranche an, sag ich mal, professionellem Angebot. Das kann so eine Manufaktur ihnen auch nicht liefern. Ja, der verkauft ihnen das Fahrrad, wenn was kaputt geht, müssen sie irgendeinen lokalen Fahrradhändler finden oder selbst reparieren. Auch das ist eine Lernprobe gewesen, die sehr schmerzlich war. Wir hatten am Anfang tatsächlich extrem viele Ausfälle. Ja, die Fahrräder waren jeden dritten Tag kaputt. Reifen geplatzt, Speichen gebrochen. Ja, der Akku hat nicht mehr funktioniert, weil irgendwelche Lötstellen gebrochen waren. Alles Kleinigkeiten. Aber sagen Sie, das war ein Logistiker, der ein Serviceangebot sicherzustellen hat und wo der Kunde natürlich null Verständnis hat, wenn sein Paket zu spät kommt. Das ist dem egal, womit der liefert. Ja, das muss funktionieren. So, da haben wir also am Anfang ziemlich viel Spaß mit gehabt. Das haben wir mittlerweile im Griff. Also das ist jetzt stabil. Allerdings ist die Erkenntnis daraus entstanden, so werden wir das Konzept nicht ausrollen können, bundesweit oder, sage ich mal, in sehr großen Stückzahlen. So ist ein Forschungsprojekt entstanden, das wir derzeit mit starken industriellen Partnern treiben. Das ist also die Zweirad-Einkaufsgenossenschaft aus Köln, steckt da dahinter, und ZEG, kennen Sie sicher, die möchte in diesen Markt eintreten. Und wir entwickeln jetzt gemeinsam mit unseren Partnern von der ZEG, unseren Anwendern aus der Logistikbranche, ein Leitelektrik-Fiegel für die Logistik, das diesen Status des Pedelecs, des Lastenfahrrads, natürlich behalten soll. 25 km/h, die entsprechende 1 Meter Breite und sonstige Bedingungen, die wir einhalten müssen. Das aber für die Logistik von vornherein entwickelt wurde, also sprich, wie beim LKW auch ein Basisfahrzeug, das Sie mit verschiedenen Aufbauten versehen können, weil nicht nur die Cap-Branche ist ein Anwendungsfall für diese Art Logistik. Ja, wir haben soziale Lieferdienste, Essen auf Rädern, wir haben Handwerksbetriebe, wir haben Kooperationspartner, das sind Pharmazie-Großhandel, habe ich gleich auch eine Folie dazu. Also es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, die Sie eigentlich mit so einem Basisfahrzeug und unterschiedlichen Aufbauten für entsprechende Anforderungen damit abdecken können. Und damit, denke ich mal, ein neues Marktsegment auch definiert werden kann für die Stadtlogistik, wo Sie auch ein Angebot am Markt schaffen müssen, das eben entsprechend professionell vom Hersteller und einer Händlerorganisation auch bespielt werden kann. Bastellösungen kommt man da einfach nicht weiter. Dieses Projekt läuft bis Ende 2019. Wir werden also Anfang 2019 mit den ersten Prototypen, sag ich mal, im Stadtgebiet Nürnberg auch die ersten Tests fahren. Geplant ist auch eine 45 km/h-Variante für Kurierdienste, also ein S-Pedelec, ja, wo Sie dann sicherlich den Status des Fahrrades verlieren, aber das Einsatzgebiet dieses Fahrzeugs auch nochmal deutlich erweitern können. Gerade für die Apothekenzulieferungen ist das ein interessantes Thema. Jo, was untersuchen wir noch? Die Cap-Branche ist so ein wichtiger Hebel. Ne? Also wenn wir die Cap-Branche überzeugen, mit Lastenfahrrädern Logistik zu machen, ob das ist uns gelungen, da haben wir schon mal so ein gewisses Volumen. Das funktioniert, ist aber bei weitem nicht die einzige Branche. Das heißt, wir versuchen auszuweiten auf Apotheken, auf andere lokale Akteure, die für dieses Fahrrad ein interessantes oder so ein EDV eben ein interessantes Fahrzeug sein kann. Soziale Lieferdienste, eigentlich schon, wir sind also in Kontakt in Nürnberg mit so alten Netzwerken, also die Versorgung von alten Menschen, die selbst nicht mehr mobil sind, auch das. Lokale Stadtteillogistik, ne, ist ein Thema, das wir ausloten. Das ist sozusagen die Bedarfsseite. Neue Branchen, neue Anwendungen. Auf der anderen Seite versuchen wir auch mit den Cap-Logistikern, zum Beispiel DPD, zu überlegen, wenn wir so ein Mikrodepot denn jetzt schon betreiben, können wir dann nicht Mehrwertdienst generieren, die auch für das Geschäftsmodell des Paketdienstes interessant sein. Mal ein Beispiel, Heidelberg ist ja auch touristisch sehr interessant. Ja. Nürnberg ist das auch.
Und wenn Sie jetzt Tagesbesucher haben, Touristen, die vielleicht im Einzelhandel irgendwas sehen, was ihnen gut gefällt, sagen, oh Gott, ich bin mit Bahnflugzeug da, das kaufe ich jetzt nicht, wie soll ich das heimtransportieren? Könnten Sie auch Angebote machen, dass Sie über Lastenfahrrad, Logistik, Mikrodepot einen solchen Einkauf ins Netzwerk des Paketdienstes einspeisen und dann eine Zustellung bundesweit, egal wohin, zu einem beliebigen Zeitpunkt auch realisieren können? Das heißt, wir wollen auch Mehrwertdienste für den Einzelhandel damit generieren, in Kooperation der CAP-Branche und mit lokalen Akteuren, die also die allerletzte Meile bis zum Mikrodepot bespielen, aber dann das Netzwerk des Paketdienstes, sozusagen die Reichweite einer solchen Logistik, eben bundes- oder europaweit ausdehnen kann. Dazu brauchen wir natürlich digitale Lösungen. Ja? Stichwort Digitalisierung. Ne? Also was hier so die schöne Wolke, die Cloud hier so oben drüber. Da steckt eine ganze Menge Musik drin. Da ist unser Projektpartner die T-Systems, wo wir solche Überlegungen anstellen. A, braucht man natürlich für die lokalen Kuriere eine Routenplanung. Ja, so ein Fahrradkurier, der muss auch navigieren, seine Aufträge abwickeln können. Da brauchen Sie eine andere Softwarelösung für die Tourenplanung, als sie für einen PKW oder für einen LKW funktioniert. Ja, auch das können Sie am Markt so noch nicht kaufen, zumindest nicht für die Logistik. Diesen Baustein aber gemeinsame T-Systems schon entwickelt. So, weiterhin können wir aber auch dieses Mikrodepot XXL in eine Richtung denken, dass wir dem Einzelhandel sagen, pass mal auf, du hast Verkaufsfläche, die ist teuer. Und warum musst du denn dort Waren lagern? Ja, die Verkaufsfläche soll Umsatz generieren und soll kein Lager darstellen. Das heißt, wenn wir dir die Möglichkeit bieten, in so einem Mikrodepot XXL deine Schnelldreher als Bestände außerhalb der Fußgängerzone beispielsweise zu lagern und du hast nur Ansichtsexemplare im Laden und der Käufer sagt, wunderbar, das möchte ich und er bekommt es dann eben aus dem Mikrodepot heraus geliefert und da brauchen sie natürlich auch eine entsprechende digitale Lösung, die diese Bestandsführung, Beauftragung und sichere Zustellung beim Käufer dahin ermöglicht. Ja, das ist, sage ich mal, eine zweite Schiene, die wir hier als Forschungsprojekt zurzeit am Laufen haben. Ja, und da möchte ich Ihnen last but not least noch einen Ausblick geben auf die Frage, ja, was ist denn nun, wenn wir weder mobil noch stationär noch Mikrodepot finden? Ja, das passiert uns immer wieder. Wir analysieren, wir haben schon viele Städte analysiert und sagen, da muss ideal so ein Mikrodepot hin. Sie finden aber keins. Ja, weder eine Fläche im öffentlichen Raum für diese Containerlösung, noch eine leerstehende Immobilie oder sie ist zu teuer oder ist es in Nachnutzung schon geplant, ja, sie können sie nicht dauerhaft nutzen. Es wird, wie man so schön sagt, gentrifiziert. Da sind irgendwelche Eigentumswohnungen oder lukrativer, als die Fläche für die Logistik zu nutzen. Was dann? So, und genau diese Frage haben wir mit einem großen Nutzfahrzeughersteller diskutiert, der auch erkannt hat, dass man in Zukunft wohl nicht mehr nur Transporter verkaufen kann, sei es elektrisch, aber Transporter verkaufen reicht nicht. Man muss in der Logistik das Gesamtkonzept anbieten können und da sind wir jetzt am Überlegen, ein sogenanntes Haltestellenkonzept zu konzipieren. Die Grundidee ist eigentlich aus dem öffentlichen Nahverkehr entlehnt. Ja? So wie es Bushaltestellen gibt, kann man sich vorstellen, für eine bestimmte Zeit, für 30 Minuten zum Beispiel, eine Fläche zum B- und Entladen zu reservieren, für einen vielleicht auch autonom fahrenden Transporter, muss aber nicht mal autonom fahren. Ja, man kann den sogenannten Milkrun, der fährt also im Depot am Stadtrand los, hält um 8 Uhr an der ersten Haltestelle, belädt Lastenfahrrad, fährt weiter zur nächsten Haltestelle und fährt irgendwann leer zurück. Kann natürlich irgendwann auch mal autonom passieren. Wir müssen also dann nur für 30 Minuten, nicht 24/7, wie man sagt, eine Fläche reservieren für einen logistischen Umschlag, sondern nur für die Dauer, wo der Umschlag passiert. Klingt einfach, ist es aber nicht. Ja? Sie müssen auch wieder hier das gesamte logistische System analysieren, die Stadt, das Sendungsaufkommen und Sie müssen ja auch diesen Lastenfahrer, wo wir hier einen Arbeitstag auslasten. Also wenn der beladen ist, wenn der
Stunden Arbeitszeit, Zustellzeit, also seine 100, 150 Sendungen so zustellen können. Das ist genau wieder die Kunst des Ganzen. Wenn uns das gelingt, über ein Stadtgebiet solche Haltestellen zu ermitteln, die stabil Lastenfahrräder versorgen können, können wir diesen Prozentsatz, den ich eingangs nannte, 30% der Paketzustellung auch nochmal deutlich erhöhen. Weil bis jetzt gehen wir ja davon aus, ich muss so ein Mikrodepot dauerhaft in einem Zustellgebiet so etablieren, dass die Kosten des Mikrodepots überkompensiert werden von den Kostenvorteilen des Lastenfahrrads. So, daraus leiten sich bestimmte Ansprüche an das städtische Gebiet ab. Mit diesem Konzept entfällt ja die Restriktion der zusätzlichen Kosten. Das heißt, ich muss nur in einer halben Stunde effizient Ladungsträgerwechsel vollziehen können. Und dann kann der Lastenfahrer kurier den ganzen Tag unterwegs sein. Das heißt, wir können damit auch Gebiete erschließen, die bislang nach den bisherigen Vorgehensweisen uninteressant gewesen wären für einen Einsatz von Lastenfahrern. Ja, das wäre so mal der Ausblick auf die Zukunft. Wo kann die Reise hingehen? Da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt von der letzten Folie, weil wir da auch Stichwort IT-Technologie, digitale Lösungen auch wieder starken Partner brauchen, der sowas dann auch tun, planerisch und von der Auftragsabwicklung her umsetzt, bis hin zum autonomen Fahren. Aber wie gesagt, diese Erkenntnis ist mittlerweile auch schon bei den Fahrzeugherstellern, die herkömmlichen Nutzfahrzeuge angekommen, dass das eine gute Ergänzung ist, der Lastenfahrradschnittstelle im Programm anbieten zu können. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Bogdanski, für den spannenden Vortrag. Ich musste nur dran denken, bei der Erwähnung von T-Systems und der Verbindung von der Routenplanung an MOMIS, unseren Partner hier, weil mit dem Head-Up-Display, wo man vielleicht auch noch anzeigen könnte, welches Paket habe ich noch als nächstes drin, wo sollte ich parken, weil im Auto kann ich ja schön aufs Paket gucken, auf dem Fahrrad kann ich es nicht kurz in die Hand nehmen. Das wäre also solche Verbindungen sind da, um es nochmal weiter zu optimieren, ideal. Deswegen jetzt auch wieder der Aufruf, nochmal in die Workshop-Phase zu gehen, nochmal anzuschauen, dann bietet sich auch noch ein Gespräch an, wo man nochmal drauf eingehen kann. Ich schaue nochmal kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt 14.26 Uhr und sagen, bis 15 Uhr treffen wir uns wieder hier für einen kurzen Abschluss, kurze Berichte aus den Workshops und jetzt nochmal viel Erfolg für spannende Diskussionen.